Long time no see. Ja, so sieht man übrigens aus, wenn man gerade durch den Regen Schutt gelaufen ist. Bin immer noch ein bisschen nass, aber ich wollte direkt das Video drehen und deswegen habe ich mich jetzt direkt vor die Kamera gesetzt. Anlass dieses Videos ist, dass ich vor 2 Tagen 22 geworden bin und ich habe die letzten Jahre, deswegen, das muss ich direkt dazu sagen, das ist inspiriert von einer sehr bekannten Influencerin. Ihr wisst wahrscheinlich alle, von wem ich spreche. Denn sie hat jedes Mal kurz vor ihrem Geburtstag ein Fragenvideo gemacht und hat das dann jedes Jahr wiederholt. Und ich habe mir überlegt, dass ich sowas Ähnliches mache. Ich werde natürlich noch versuchen, ein paar andere Fragen mit einzubringen, beziehungsweise muss ich auch ein paar Fragen weglassen, weil die in meiner Lebenssituation gerade wenig Sinn ergeben. Ich habe nämlich zum Beispiel kein Kind und kann darüber jetzt nicht unbedingt sprechen. Und genau, ich dachte, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, weil ich ja beabsichtige, diesen Account noch längere Zeit zu führen und fände es natürlich total schön, wenn ich dann so ein bisschen meine Entwicklung und ja, was sich halt einfach alles so in meinem Leben dann im nächsten Lebensjahr so gesagt von mir verändert. Also werdet ihr dieses Video dann 2025 dann, wenn ich 23 werde, erneut sehen mit neuen Antworten hoffentlich oder auch nicht, je nachdem, wie sich dann halt mein Leben so entwickelt. Und genau, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video und ich beantworte die ersten Fragen. Ich bin ja immer mit meinem Handy und dementsprechend muss ich jetzt die Fragen von meinem iPad vorlesen. Und genau, dementsprechend starten wir direkt mal mit der ersten Frage, die ich eigentlich direkt schon beantwortet habe. Wie alt bin ich? Ich bin 22. Ich habe am 24.09.2002 Geburtstag. Wo lebe ich zurzeit? Ja, ich habe, oder es wäre eigentlich ganz witzig gewesen, das Video letztes Jahr schon zu starten, weil letztes Jahr habe ich ja noch in Düsseldorf gelebt. Zumindest bin ich zu dem Zeitpunkt nach Düsseldorf gezogen, also direkt um meinen Geburtstag herum. Und genau, jetzt lebe ich wieder in Wiesbaden bei meiner Family. Ich muss dazu sagen, dass ich halt auch, wie gesagt, ein paar Fragen übernehme und auch ein paar Fragen, die recht ähnlich sind, aber einfach, weil sie bei mir vielleicht auch passend wären und dann für die nächsten Jahre ganz spannend werden, weil ich ab und zu schon überlegt habe, etwas an mir zu verändern und deswegen fände ich es ganz spannend, ob sich das dann so über die Jahre hinweg genau dann so entwickeln wird. Und zwar hatte sie in ihrem Video, bin ich immer noch blond, und ich würde die Frage eigentlich ähnlich übernehmen, habe ich immer noch meine Naturhaarfarbe, würde ich jetzt eher sagen, weil ich habe ja eine Zeit lang auch meine Haare hell gefärbt gehabt und genau. Habe ich immer noch meine Naturhaarfarbe? Ja, stand jetzt ja, aber ich habe überlegt gehabt, etwas zu ändern, aber meine Haare sind noch von meinem eigengefärbten hellblonden Haar noch ein bisschen kaputt und dementsprechend möchte ich die erstmal ein bisschen gesünder werden lassen und dann werde ich schauen, ob ich da irgendwas mache und genau. Was ist zurzeit mein Lieblingsessen? Und das ist eine super schwierige Frage, weil ich das einfach nicht weiß. Ich finde das so schwer zu sagen, was man so... Ich esse alles gerne. Ich würde aber sagen... Das mag ich total gerne. Mein All-Time irgendwie Lieblingsessen ist auf jeden Fall die Lasagne von meiner Mutter. Dann, jetzt wird es zwar wieder schlechteres Wetter, aber ich liebe auch alles, was mit Pistazien zu tun hat. Also Pistazien-Eis, gerade hier in Hofheim gibt es die beste Pistazien-Sorte oder beste Pistazien-Eiscreme, die ich in meinem Leben je gegessen habe. Also wenn ihr aus der Nähe von Frankfurt kommt, fahrt auf jeden Fall mal nach Hofheim zum Café Venezia. Da gibt es so leckeres Pistazien-Eis. Genau, alles mit Pistazie. Ich liebe Pistazie. Pistaziens, wie gesagt, Eis, Pistazien, Zimtschnecken, Pistazien, Cookies, Pistazien, Croissant. Ich liebe Pistazie. Und sonst auf jeden Fall auch Rahm. Ich liebe Rahm. Ja, habe ich lange nicht gegessen, aber mag ich auch total gerne. Bin ich zurzeit in einer Beziehung? Und die Frage finde ich super spannend, weil ich einfach jetzt schon... Oh, es klingt total dumm, aber ich es total spannend finde, wie das dann halt einfach in den nächsten Jahren aussieht, weil ich ja einfach noch nie in einer Beziehung war und ich stand jetzt natürlich auch in keiner bin. Und genau, ich bin noch in keiner Beziehung. Auf was kann ich zurzeit nicht verzichten? Sehr schwierige Frage. Auf jeden Fall Matcha. Ich trinke jeden Tag momentan Matcha. Also meine Liebe von Kaffee ist zu Matcha rüber geswitcht, aber die Liebe existiert auch schon länger, jetzt mindestens ein Jahr lang. Also ich habe ja auch in Düsseldorf nur Matcha getrunken, eigentlich durchgängig. Deswegen auf jeden Fall Matcha. Da kann ich eigentlich nicht drauf verzichten. Wobei ich sagen muss, jetzt letztens im Urlaub hatte ich auch Matcha-Entzug. Und es gab einen einzigen Matcha, den habe ich mir in einem Hotel bestellt und der war leider überhaupt nicht lecker. Genau, aber auf Matcha kann ich auf jeden Fall nicht verzichten. Jetzt zum Wetterwechsel auf jeden Fall auch nicht auf die Sonne. Total bescheuert die Antwort, aber ich brauche Sonne. Es ist gerade so schlechtes Wetter. Ich bin so ein richtiger wetterabhängiger Mensch. Wenn schlechtes Wetter ist, das ist ja fast bei jedem so. Aber ich schaffe es noch nicht so richtig, mein Leben zu romanticisen, wenn schlechtes Wetter ist. Das muss ich noch irgendwie hinkriegen. Also im Winter ist es sogar noch einfacher, aber jetzt gerade so diese Übergangszeit ist gar nicht meins. Aber genau.
So, jetzt erstmal nicht irritieren lassen. Ich muss leider das Video jetzt weiterfilmen, weil der letzte Part meines Videos einfach weg ist. Ich kann nicht mehr herstellen, er ist irgendwie gelöscht. Ich habe gar keine Ahnung. Dementsprechend muss ich jetzt leider die Frage nochmal neu beantworten. Und die Antworten haben sich natürlich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen geändert, weil es sind jetzt 2 Tage vergangen und morgen soll das Video online gehen. Genau, und deswegen mache ich jetzt noch so die letzten Fragen und würde sagen, wir starten direkt. Was habe ich als letztes gepostet? Ich werde euch das immer hier noch zusätzlich einblenden. Aber ich habe das jetzt hier gerade, upsala, mir aufs iPad geschickt, weil, ja, wie ihr wisst, filme ich ja mit meinem Handy. So, das ist mein letzter Post. Genau, das war aus dem Urlaub. Was habe ich zuletzt gepostet? Wie viele Follower habe ich zurzeit? Zurzeit habe ich 3714 Abonnenten. Was ist mein Instagram-Profilbild? So sieht mein Instagram-Profilbild aus, auch aus dem Urlaub. Ich poste jetzt gerade ganz viele Urlaubssachen oder ganz viel Urlaubscontent, obwohl ich schon gar nicht mehr im Urlaub bin, weil ich es im Urlaub nicht geschafft habe. Perfekt, lieben wir. Was habe ich zuletzt gegessen? Die Frage ist tatsächlich nicht bei der lieben Dagi mit im Video, aber ich habe sie trotzdem einfach mal reingenommen, weil ich sie ganz witzig fand. Tatsächlich ist es aber jetzt ein bisschen blöd, weil als ich die Frage aufgeschrieben hatte, fand ich das noch ganz cool, weil ich da auch was gegessen hatte. Jetzt habe ich tatsächlich nichts gegessen, dementsprechend ist die Frage ein bisschen bescheuert. Aber ja, ich weiß, dass ich das letzte Mal davor einen Muffin gegessen hatte, als ich das gefilmt habe. Aber genau, ich fand es irgendwie witzig. Meine schönste Erinnerung dieses Jahr. Das ist sehr schwierig. Ich würde allgemein sagen, so natürlich meine Urlaube, die ich machen durfte. Das ist für mich jedes Jahr eh immer das Schönste. Ich liebe es einfach zu verreisen, die Welt zu sehen. Zumal ich natürlich dazu sagen muss, dass ich jetzt dieses Jahr oder auch die letzten Jahre eher so Orte besucht habe, die ich teilweise schon kannte. Das soll sich aber nächstes Jahr ändern. Aber dazu kommen wir dann auf jeden Fall bei der nächsten Frage nochmal. Aber genau, auf jeden Fall meine Urlaube. Und ich würde auch fast sagen, so der Cannes-Urlaub mit meinen Eltern und meiner Schwester, der war schon sehr schön. Weil wir auch super lange keinen Sommerurlaub mehr zusammen gemacht haben und dann war das halt jetzt mal wieder so seit langer Zeit mal wieder so geplant und es war zwar nur kurz, aber es war trotzdem sehr schön. Und sonst, ach, ich würde einfach generell wirklich so die Zeit sagen mit meinen Liebsten, mit meinen Freunden, mit Familie. Ja, ich durfte einfach dieses Jahr so viel Schönes erleben und ich habe jetzt kein explizites Ereignis, aber ja, ich habe einfach sehr viel Schönes mit meinen Freunden erlebt und wie gesagt, auch mit meiner Familie und genau deswegen das auf jeden Fall. Was habe ich dieses Jahr Besonderes erreicht? Und boah, da muss ich sagen, bin ich auch, wie gesagt, in Zukunft drauf gespannt. Ich muss zugeben, dass ich dieses Jahr jetzt gar nicht auch so ein explizites Ereignis habe oder irgendwas, was ich so mir vorgenommen hatte und dann erschieft habe und das sich erfüllt hat oder keine Ahnung. Aber ich würde einfach sagen, dass ich ja die ganze Zeit so ein bisschen hin und her überlegen war, was ich machen soll. Und ich würde sagen, bin ich ganz ehrlich, bin jetzt auch immer noch nicht zu 100% mit allem so angekommen, auch gerade, weil ich ja jetzt wieder zu Hause bin. Aber ich glaube, ich habe einerseits auch erreicht, dass ich jetzt einfach mal bei einer Entscheidung geblieben bin und mir so ein bisschen klarer darin bin, wie es weitergehen soll. Und das ist, finde ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, weil gerade in den 20ern ist man ja oft sehr aufgeschmissen und weiß nicht, wohin mit sich, beziehungsweise ist es vereinzelt bei Leuten so. Ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, bei denen es überhaupt nicht so ist, die schon die ganze Zeit genau wissen, was sie machen wollen. Und da bin ich auch oft sehr neidisch drauf, muss ich sagen. Aber genau, bei mir hat es halt einfach länger gedauert, beziehungsweise ich bin immer noch nicht am Ende angekommen und bin auch immer noch nicht so 100% sicher, ob das jetzt alles so richtig ist. Aber mein Gott, ich bin 22, so ich habe noch Zeit. Das wünsche ich mir für das kommende Jahr. Entschuldige, für das kommende Lebensjahr. Also es geht ja um mein nächstes, oder ich bin ja jetzt im Jahr 2023. Ich habe es irgendwie mit dem Jahr 2023. Ich bin ja jetzt in meinem 23. Lebensjahr und genau darum geht es halt eigentlich. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass ich, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen noch zufriedener bin mit dem, was ich mache und auch sicherer in meiner Entscheidung bin, weil ich ja wirklich kein Chamäleon bin, aber ich brauche ja immer super lange, bis ich mich für irgendwas entscheide und habe da einfach immer Schwierigkeiten und ich möchte, dass ich da einfach irgendwie ein bisschen straighter werde und einfach genau weiß, was ich will und wohin ich will und genau, deswegen, das wünsche ich mir einfach fürs kommende Jahr und natürlich viele weitere schöne Erfahrungen mit meiner Family und meinen Friends. Ja, ich habe auch schon ein paar Sachen geplant, mal gucken, ob sich das so umsetzen lässt, aber das werdet ihr dann auf jeden Fall auch noch sehen. So, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kann natürlich sein, dass mir im Laufe des Jahres noch ein paar Fragen dazu einfallen. Vielleicht werde ich die dann einfach dazu adden, auch wenn ich sie dann einfach jetzt dieses Jahr nicht beantwortet habe.
Könnt ihr auch unten in die Kommentare mal schreiben, was ihr so spannend finden würdet, was man so jedes Jahr erneut wieder beantworten kann, was interessant ist, was sich auch in einem Jahr sehr schnell ändern kann. Und genau, ich würde sagen, das war's mit dem Video und bis ganz bald.